All diese Dinge haben wir in Ihrer Tasche gefunden, Daddy. Wir müssen etwas unternehmen, ich bin ganz sicher. Madame Akana weiß etwas über Masons Aufenthaltsort. Unglücklicherweise ist die Lady aber nicht kooperativ. Genau deswegen wollen wir wieder zurück in die Wüste fahren. Nein, das werdet ihr nicht. Ich will das nicht. Das ist zu gefährlich, wenn diese Verbrecher schon Mason entführt haben. Schrecken Sie auch für euch nicht zurück. Und ihr habt keine Ahnung, wie viele euch erwarten. Es ist zu gefährlich, ich bitte euch. Wir sind aber fast sicher, dass wir ihn finden. Wir werden vorsichtig sein, ich verspreche Schätzchen, es. Das ist doch kein Spaziergang. Diese Leute sind gewissenlose Verbrecher. Sie sind gefährlich. Glauben Sie mir, das wissen wir, das wissen wir. Wenn ihr etwas Überzeugendes habt, dann wendet euch an die Polizei oder auch an meine Männer. Das werden... Was ist denn das? Was? Da draußen sind ja laute Bewaffnete. Zum Teufel, was geht denn hier vor? Was erlauben die sich? Daddy! Cruz und Kane bitten uns dringend zu kommen. Cruz hat uns etwas zu sagen. Es ist wichtig. Sehr wichtig. Jeder muss irgendwann einmal sterben, Cruz. Nur noch ein paar Sachen sind zu erledigen, dann wird alles vorbei sein. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Wo brennt's denn? Ich wieder ab, Ted. Ich werde gleich alles aufklären. Wo ist Sophia? Sie fühlte sich nicht wohl. Sie hat sich oben hingelegt. Nun, dann werden wir sie wohl später wecken müssen. Aber ich schätze, wir können sie vorerst noch ein wenig schlafen lassen. Was ist denn los? Einen Moment. Das würde ich auch gern wissen. Was tun all diese Männer hier auf meinem Privatbesitz? Die Leute habe ich geholt. Sie sind verantwortlich für eure Sicherheit. Was soll das? Sind wir in Gefahr? In gewisser Weise, ja. Ist das wegen Eleanor? Ja, so ist es. Offenbar hat sie Vorbereitungen getroffen, ihre Niederlage an den Capwells zu rächen. Nun, wir vermuten, dass sie versuchen wird, euch zu töten. Leider sind wir nicht in der Lage, es zu beweisen. Sie weiß, dass wir sie durchschaut haben, aber ich halte sie trotzdem für äußerst gefährlich. Ich ließ euch alle rufen, weil es so leichter ist, euch zu beschützen. In Ordnung, Cruz. Was denken Sie, wie die Lady vorgehen wird? Das wissen wir nicht, Mr. C. Ich will nur kein Risiko eingehen. Sie sind doch verrückt. Sie versammeln uns hier alle auf einem Haufen. Und was nun? Sollen wir uns selber schützen, wenn sie uns angreifen? Nein, natürlich nicht. Wissen Sie eigentlich, was Sie wollen? Allerdings. Wir hoffen, dass wir sie endlich kriegen. Ein für alle Mal. Hallo, meine Schöne. Hallo, du Biest. Wie läuft der Job denn so? Sehr gut. Es geht schon. Schafft mich ein bisschen. Hm. Sie wirbeln für die Party der Studentenverbindung. Ich habe erfahren, dass jeder, der etwas auf sich hält, kommen wird. Ziemlich exklusiv. Allerdings, ich kriege jede Menge Berühmtheiten zu sehen. Das wird spaßig. Fast so spaßig wie Stall ausmisten oder sowas. Oh, dann weißt du ja, was ich meine. Ja. Um ehrlich zu sein, das darf ich doch. Ja, du kannst ehrlich zu mir sein. Um ehrlich zu sein, es erinnert mich an die Capwells. Dann wird es eine interessante Reise in die Vergangenheit. Nein, es wird langweilig. Ich fürchte, mir fehlt das Verständnis für solche Veranstaltungen. Weißt du, wenn ich Gina wäre, würde ich im 7. Himmel sein. Gott sei Dank bist du nicht Gina. Was diese Party angeht, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, nenn mich von nun an Babs. Babs. Gefällt dir das? Ja, das ist... Entschuldigen Sie die Störung, bitte. Ich bin Peps Morley. Sind Sie das Biest? Ja, richtig. Passen Sie lieber auf. Oh, ich würde Sie tatsächlich überall erkennen, wirklich. Ich habe Sie gleich entdeckt und das auf diese Entfernung. Auf diese Entfernung, gut. Das ist meine Freundin Haley. Hallo. Es ist so nett, Sie mal in Natura zu erleben nach all den Magazinen. Naja, eigentlich sehe ich auf den Fotos sehr viel besser aus. Oh, das glaube ich Ihnen einfach nicht. Absolut nicht. Hm. Hören Sie, wir werden heute Nachmittag eine Party feiern. Wollen Sie nicht kommen? Sie beide sind natürlich eingeladen. Ja, wir werden sehr viel Spaß haben. Es wäre hinreißend, eine richtige Bestie sehen zu können. Naja, ich weiß es noch nicht. Leider, Peps, ich muss arbeiten. Arbeiten? Ja, der alte und neue Begriff für Geld verdienen. Mit anderen Worten, wir sind verhindert. Das ist aber schade. Es wäre wirklich lustig gewesen. Nun, wenn Sie nicht können, können Sie nicht. Aber Sie sind herzlich willkommen für den Fall, Sie sollten es sich noch überlegen. Sagen Sie, Sie sind die Gäste von Peps. Auf Wiedersehen.
Welche Mutter nennt wohl ihre Tochter Peps? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal Beverly Hills oder Lake Forest. Diese Preislage. Hör mal zu. Gut. Ich verdiene mehr als genug Geld für uns beide in Ordnung, also schmeiß den Job hin und wir gehen beide zu der Party. War das ein Witz? Du hast nicht mal ein ordentliches T-Shirt. Och, lass doch. Ich meine, ich würde gern feiern gehen, gerade jetzt, wo ich noch mehr Offerten in diesem... Du sollst doch auch feiern. Ich finde das großartig, aber ich werde arbeiten. Geh du nur, geh zur Party, unterhalt dich gut. Ich meine, das wird eine tolle Werbung sein und vergiss nicht, das ist dein Publikum. Aber ich wäre lieber bei dir. Das hast du wieder schön gesagt, Jake. Nein, nein, geh du nur. Ich habe zu tun. Ja, betrachten wir es doch als eine lehrreiche Erfahrung. Als Ausflug in die High Society. Hm. Unglaublich. Oh, sag mal, ist das nicht einfach überwältigend? Wahnsinn. Ted wird vermutlich gleich umfallen, wie vom Schlag getroffen, wenn er das alles hier sieht. Und der ganze Aufwand, weil er eine lumpige Kiste Weinschorle rausgerückt hat? Oh, hattest du einen Grund nötig, um Mom zu verwöhnen? Ich glaube nicht. Also nein, allerdings unsere Passion war der Champagner und die gute Gourmet-Küche. Wie ist denn euer Menü? Hot Dogs und ein wenig rote Kinderlimonade? Zum Lunch gibt es Austern und natürlich die Capwell-Schorle. Und zum Dessert glasierte Kastanien, falls wir nicht vorher platzen. Naja, das klingt wirklich gut. Hm? Aber... Irgendwas stimmt doch nicht. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich frage mich nur, wie vernünftig das ist, was du davor hast, Lake. Daddy. Es ist, weil ich mache mir Sorgen darum, dass Ted plötzlich so wichtig geworden ist. Verstehst du? Warum auch nicht? Daddy, du weißt doch, was ich für ihn empfinde. Ja, ich weiß, was du empfindest. Und ich weiß auch, was ich fühle. Lake, hör doch mal, hey. Ich kenne dich als eine junge Frau voller Begeisterung und mit einer wunderbaren Persönlichkeit. Ich ertrage es nicht, dass du immer mehr in einem anderen Leben versinkst. Weißt du, ich bin ziemlich viel mit mir beschäftigt gewesen. Es ist irgendwie schön, auch mal zur Abwechslung was für einen anderen zu tun. Ja. Ich verstehe dich doch, Daddy. Ich verstehe, dass du dich sorgst. Aber ich bin gern mit ihm zusammen, das ist alles. Letztes Jahr in Tahoe warst du gern bei wem? Wie war der Name, TJ? Sie füllen dein Leben aus und sie lassen dich fallen. Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Ted ist eben erst anders. Oh, Ted ist nicht der Punkt. Und TJ auch nicht. Nur du bist es. Ted würde mich niemals enttäuschen. Ich weiß das. Ich meine, ich weiß noch, wie sehr ich ihm wehgetan habe, als ich ihn verließ. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihm etwas schulde. Was solltest du ihm schulden, ne? Nein, ich bin nicht mit ihm zusammen, weil ich mich schuldig fühle. Ich bin verliebt. Ich bin wirklich richtig in ihn verliebt. Ich möchte auf gar keinen Fall dein Leben beeinflussen, das musst du mir glauben. Weißt du, ich werde am besten sofort verschwinden, bevor der Mann der Stunde hier nicht eintrifft. Nicht weglaufen, Daddy, nein. Komm schon, ich freue mich doch auf deine verrückten Trinksprüche. Bitte bleib hier. Nein, nein, ich will mich nicht weiter in dein Leben drängen als bisher. Daddy? Ja? Du hast dich noch nie in mein Leben gedrängt. Okay? Ja. Mann, das ist Alex' Tochter? Sind Sie sicher? Ja, das bin ich. Er gab es mir gegenüber zu. Was sollen die verschiedenen Namen? Was ist Norris anstelle von Niklas? Warum hat Elena einen falschen Namen benutzt? Was soll das Ganze? Tja, nun, er hat wohl nicht gewollt, dass sie aufwächst unter seinem berühmten Namen. So hat er das gesagt und ihr vorgeschlagen, sich anders zu nennen. Da steckt mehr dahinter. Na, da bin ich ganz sicher. Es würde mich nicht überraschen, wenn Elena seinetwegen ihre ganze Familie verabscheut. Eden war der Meinung, dass er sie womöglich mit seinem Hass seit Jahren aufgehetzt hat. Ganz offensichtlich hatte er viel Erfolg dabei. Na gut, was haben Sie vor? Wenn das wahr ist, was Sie sagen, dass sie eine gerissene und gefährliche Frau ist, will ich auf keinen Fall, dass wir hier auf einem Haufen sitzen und warten wie die Hühner auf der Stange. Nun, ich werde Sie schon unter Druck setzen. Ich versuche Sie mit einer Chance zu provozieren, die Sie unwiderstehlich findet und ich denke, dass sie kommen wird. Wenn sie es tut, kriegen wir sie. Entschuldigen Sie, erwarten Sie etwa von mir, dass ich zulasse, dass sich meine Familie wie ein Schwarm Lockvögel einer Psychopathin ausliefert? Nein, 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 niemand aus der Familie trägt dabei ein Risiko. Wir haben es so eingerichtet, dass ihr weg seid, wenn sie auftaucht. Sehen Sie, ich sagte ihr, dass wir ihre Familie außerhalb der Stadt verstecken werden. Aber so clever wie sie ist, wird sie sicherlich herausfinden, wo ihr euch in Wirklichkeit verstecken werdet. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Noch einen Moment. Da sind wir wieder, wo wir waren. Ich sagte, wir sind ein Schwarm von Lockvögeln. Mr. C., es tut mir leid, wenn ich das falsch erklärt haben sollte. Ich habe Doppelgänger besorgt, die Sie vertreten, wenn Sie weg sind. Ich bringe Sie durch den Tunnel raus. Dort werden Sie von einem Hubschrauber sofort in Empfang genommen und postwendend nach Ventura geflogen.
Was? Das hast du alles arrangiert? Ja. Bis auf wenige Details. Wenn die erledigt sind, bringen wir euch hier raus. Na gut, und was tun wir bis dahin? Nun, wir können leider gar nichts tun, Ted. Wir werden warten. Wie lange dauert das Ganze? Hoffentlich nicht lange, aber jeder von euch wird wohl besser eine Reisetasche packen mit dem Allernotwendigsten, für den Fall, dass es doch länger dauert, als wir denken. Inzwischen verlässt niemand von euch das Haus. Habt ihr das alle verstanden? Hier, wenn Sie wollen, bringe ich hier das Telefon. Ich werde sofort zu Ihnen kommen. Das ist schon in Ordnung. Lassen Sie mich das doch einfach mitnehmen. Ich wollte sowieso zu der Lady gehen. Ah, danke sehr. Telefon für meine Lady. TJ! Erst der Anruf, dann reden wir. Hallo? Layden? Hallo, Layden, ich bin's. Ted, was machst du am Telefon? Du solltest doch hier sein. Wo bist du? Ich... Halb vier wollten wir uns treffen und jetzt ist es schon nach vier. Ja, ich weiß, es tut mir auch furchtbar leid, aber es ist was dazwischen gekommen. Ich kann nicht weg. Layden, ich muss absagen, entschuldige. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es tut mir wirklich leid, ich werde es wieder gut machen. Ich verspreche es dir. Ted, was ist denn nur los? Du klingst so eigenartig. Alles ist was in Ordnung, passiert? Kein Grund. Zur Aufregung, ich werde es dir dann erklären. Einverstanden. Geht es dir gut? Ja, natürlich geht's mir gut. Ich werde dich anrufen, ja? Also, Wiedersehen. Okay, also, Wiedersehen. Das war hoffentlich nichts Schlechtes. Nein. Du siehst aber so aus, Layden. TJ, was willst du eigentlich? Ich will ein Freund sein. Sieht so aus, als wären deine Pläne ins Wasser gefallen. Und da dachte ich, ich lade dich zum Dinner ein. Und wo ist der Haken? Was, bei mir? Ein Haken? Ich bitte dich. Soweit ich weiß, hast du noch nie etwas ohne Hintergedanken getan, TJ. Oh. Okay. Kein Haken. Diesmal nicht. Ich verspreche es. Mit deinen Versprechen kannst du mich auch nicht mehr beeindrucken, TJ. Komm schon, ja? Reg dich ab. Kannst du nicht nett sein? Wir hatten wunderbare Zeiten. Ja, es war wunderbar. Ich habe dich ständig ausgehalten. Erinnerst du dich? Naja, da hast du's. Ich schulde dir was. Na, was sagst du? Ich sage, dass es mit Sicherheit ein kurzer Abend wird. Ich weiß Ihre rasche und persönliche Bearbeitung zu schätzen. Keine Ursache, ich stehe immer zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie das so schnell wie möglich für mich erledigen würden, wäre ich wirklich sehr glücklich darüber. Sofort, wenn ich ins Büro komme. Tut mir leid, wenn ich unser Gespräch abbrechen muss, aber ich habe noch eine Menge zu erledigen. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Natürlich. Vollkommen absurd, bitte, hier rumzusitzen. Daddy, beruhige. Was ist passiert? Nichts ist passiert, aber es wird bald. Bloß, ich warte nicht gern. Ich auch nicht, Mr. C. Wir werden die Sache so schnell es geht beenden. Wo ist Sophia? Sie ist noch im Bett. Sie soll sich ausruhen, solange sie kann. Ich glaube, wir sollten sie wecken und ihr sagen, was ihr vorgeht. Dazu besteht keine Veranlassung. Je länger sie warten muss, desto länger sorgt sie sich. Ich habe ihre Tasche gepackt. Geben Sie das Stichwort, geht's los. Ich denke sowieso, dass Sie Unrecht haben wegen dieser Elena Norris oder Niklas oder wie sie heißt. Und dass Sie uns aus unserem eigenen Haus vertreiben. Ob recht oder unrecht, ich finde keinen besseren Weg. Es tut mir leid, aber ich denke, wenn wir uns ruhig verhalten, dann meistern wir diese schwierige Situation, sodass sie niemandem schadet. Soll ich gehen? Ich mach schon. Ja? Cruz, bist du das? Was ist? Ein Kerl kam aus Ihrem Zimmer. Hast du ihn erkannt? Beschreib ihn. Nein. Nun ja, Schlips, Anzug, Typ Geschäftsmann. Was ist mit dir? Keine Angst, sie ist noch drin. Und da bist du absolut sicher, Pearl? Natürlich, ich stehe direkt vor ihrer Tür. Sie kommt nur an mir vorbei, wenn sie durchs Fenster geht. Und da hast du auch noch ein paar Männer stehen. Also was kann sie tun? Sich in Batman verwandeln und durch die Decke fliegen? Das würde mich nicht überraschen. Und wenn sie es tut, will ich es sofort wissen. Verstanden? Verstanden. Danke.
Sie ist im Hotelzimmer und hat noch nichts unternommen. Wenn Sie wissen, wo sie ist, verstehe ich nicht, warum Sie sie nicht schnappen. Warum wir hier rumsitzen müssen, wenn Sie sie ganz einfach festnehmen könnten. Daddy, Cruz ist schon lange kein Polizist mehr. Dann rufen wir endlich die Polizei. Mr. C., uns fehlen die Beweise. Wir haben kein Motiv. Was zum Teufel sollen wir ihr anlassen? Warum machen Sie es nicht ganz einfach wie früher, als Sie noch Detective waren und denken sich etwas Ohne Beweise wäre die ganze Sache Zeitverschwendung. Ich meine, wenn Sie so viel Zeit haben, dann könnten Sie meiner Methode eine Chance geben. Es funktioniert. Was soll ich machen? Anzeige erstatten und anfangen, Papierkram über einen Schreibtisch zu schieben? Sie wird reinkommen und Sie alle wegpusten. Wollen Sie das? Cruz, es stehen rund ums Haus bewaffnete Männer. Wie soll sie das denn anstellen? Ich habe sie Dinge tun sehen, die ihr nicht glauben würdet. Also vergebt mir, ich bin übervorsichtig. Ich habe gedacht, wir kommen endlich hier raus. Das werden wir auch, wenn Elena anfängt, etwas zu unternehmen. Wir sollten jetzt nicht die Nerven verlieren und Cruz die Sache durchziehen lassen. Nein, ich will nicht eingesperrt sein in meinem eigenen Haus. Ich hole mir jetzt ein Gewehr. Mr. C., das kann ich wirklich nicht zulassen. Das ist mir vollkommen egal. Wir können im Moment nichts anderes tun als warten. Das ist mein Haus, Cruz, und hier bestimme ich... Aber ich will, dass ihr aufhört. Alle beide, verstanden? Die zwei Menschen, die ich am meisten liebe, streiten sich. Versteht ihr denn nicht? Das ist genau das, was Elena wollte. Also gut, Cruz, ich gebe nach. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Das hoffe ich auch. Aber recht oder unrecht, heute hat ihr Stündchen geschlagen. Moment mal, ich hätte da einen Vorschlag. Was für ein Vorschlag? Wir könnten sie doch einweisen lassen, wenn wir sie nicht einsperren können, oder? Ich meine, wir wissen, dass sie Nicolas Tochter ist und er muss wissen, was für eine Psychopathin sie ist. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns eine Einverständniserklärung unterschreibt. Und halt. Das reicht dann. Zunächst mal, Jeffrey, das habe ich schon versucht und das wird er nicht tun. Außerdem ist es so, so verrückt sie auch ist, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Diese Frau ist äußerst gerissen. Nach dem, was sie getan hat, werde ich nicht eher ruhen, bis die Sache für immer abgeschlossen ist. Für immer? Was heißt das? Ich denke, er meint, dass das Rechtssystem nicht hart genug wäre für jemanden wie Elena und Niklas. Zu viele mildernde Umstände. Wenn er mich fragt, für mich gibt es nur eine endgültige Lösung. Wenn sie wirklich jemanden getötet hat, ich meine die Höchststrafe. Die Todesstrafe natürlich. Hier. Hey, du bist ja noch hier. Ja. Warum versuchst du nicht endlich mal dich zu amüsieren? Gefällt dir meine Gesellschaft nicht? Nein, dem Senf und den Zwiebeln gefällt deine Gesellschaft nicht. Die beklagen sich schon lange. Die sind ja ganz schön frech. Ja, das sind die. Aber auch durch die wirst du mich nicht loswerden. Würdest du dich bitte etwas unters Volk mischen? Nur bis zu deiner Pause. Dann bitte ich dich, dass du mich rufst. Pass auf, hier sind ein paar nette junge Ladies. Gut, du wirst mich da drüben in der Ecke finden. Mauerblümchen blühen doch gut. Ah ja, du wirst nicht lange allein sein, nehme ich ganz stark an. Wenn man nicht mit dem zusammen ist, nach dem man sich sehnt, ist man allein. Ich glaube, ich fange gleich zu weinen an. Ich meine es ernst. Wirklich zu süß, rede weiter. Nein, Schluss, hör zu. Jake, ich werde nun mal für meine Arbeit bezahlt. Diese Arbeit war deine Idee, nicht meine. Ich würde dich auch für diese Zeit bezahlen. Also das gibt's doch nicht, das kann ich nicht glauben. Was würdest du bezahlen? Das ist doch nicht dein Ernst. Natürlich ist es das. Hör zu, ich möchte das hier tun. Und ich tue es allein für mich, okay? Naja. Na siehst du. Wie ist er? Ich habe tolle Neuigkeiten. Na los, fragen Sie mich. Na gut, okay. Was ist es? Der erste Preis in der Tombola. Ich habe ihn gewonnen. Der erste Preis ist ein Tanz mit dem Biest. Ich bin hier, um Anspruch auf meinen Tanz zu erheben. Es tut mir leid, aber ich hab den Tanz für die hübscheste Studentin reserviert. Ja, hier ist Elena Norris. Ich wollte nur ganz sicher gehen, dass Sie den Rollstuhl wie bestellt liefern werden. Es ist mir vollkommen egal, wie viel das extra kostet. Ich will diesen Rollstuhl und ich will ihn sofort. Geht es dir gut, Eden? Ja, natürlich. Ich habe nur nachgedacht.
Es tut mir sehr leid, dass ich die Beherrschung verloren habe. Ich wollte nicht, dass dein Vater so aus der Fassung gerät. Ich habe an diese Frau gedacht und daran, was sie plant gegen uns alle. Es wird weder dir was passieren, noch deiner Familie, solange ich was zu sagen habe. Ich will nicht, dass dir was passiert, Cruz. Mir passiert schon nichts. Und wieso denkst du, dass du sie austricksen kannst? Ich weiß nicht. Ich habe herausgefunden, dass man positiv denken muss, wenn man erfolgreich sein will. Wer kein Vertrauen in sich selbst hat, der wird doch keinen Erfolg haben. Vielleicht kannst du sie überlisten. Vielleicht auch nicht. Aber Elena ist eine kranke Frau und sie ist sehr gefährlich. Vergiss das nie. Und ich weiß, was ich sage. Ich glaube, dass sie uns alles, was wir haben, wegnehmen kann. Sie hat diese Macht und deswegen habe ich Angst, Cruz. Aber Eden, das, was zwischen uns beiden ist, ist mächtiger als das, was sie heraufbeschwören könnte. Du bist doch auch dieser Meinung. Ja, natürlich. Das ist gut. Ich hoffe, dass du es ehrlich gemeint hast. Versprichst du mir etwas? Was immer du willst. Ich weiß, dass du bei dem, was du tun willst, Elena gegenübertreten musst. Ich bitte dich, sei sehr vorsichtig. Das werde ich. Und du musst mir versprechen, dass du dir nicht so viele Sorgen um mich machst. Ich versuch's. Das ist doch schon was. Warum muss ich Ihnen das immer wieder sagen? Okay, schon gut. Geschäft ist Geschäft. Ich dachte, Sie wären mehr an dem Laden interessiert, wenn er fertig ist. Nein, ich brauche den Laserpalace so, wie er ist. Für meine Zwecke reicht das völlig. Der letzte Schliff hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Das ist die Summe, die Sie wollten, nicht wahr? Ja. Yeah. Muss ja eine besondere Party sein, Lady. Ja, ganz recht, das wird eine besondere Party. Tja, ich würde sagen, nun sind fast alle da. Außer Mason. Ja. Ja, außer Mason. Jeffrey, dieser Indianer muss für Elena arbeiten. Er muss. Das ist sehr gut möglich. Er tut es und wir sollten losgehen und ihn finden. Alles zum rechten Zeitpunkt. Im Moment sollten wir zu Cruz Männern. Nein, Jeffrey, wir sollten mehr tun, als hier herumsitzen. Ich schlage vor, wir fahren raus in die Wüste und suchen nach ihm. Erst soll Cruz Elena schnappen, in Ordnung? Und dann, wenn sie uns dann endlich gesagt hat, wo Mason ist, dann fahren wir hin, sonst werden wir ziellos in der Wüste umherirren. Du wärst eine Zielscheibe, das sage ich dir, Kelly. Das interessiert mich nicht, es ist mir egal. Ich weiß, dass es dir völlig egal ist, aber zufällig liebe ich dich. Und falls du mich auch liebst, setzt du dich nicht solcher Gefahr aus. Oh ja, du liebst mich. Ja, trotz all deiner Verdächtigungen. Ich habe schon lange keine Verdächtigungen mehr geäußert. Hast du das vergessen? Ja, weil ich dir schon lange keine Gründe zur Verdächtigung gegeben habe. Glaubst du im Ernst? Ich brauche einen Grund dafür, mein Liebling. Naja, ich bin auf jeden Fall nicht eifersüchtig. Ach was. Dann vergiss einfach die kleinen Episoden. Sie haben nicht stattgefunden. Halt, warte, das war keine Eifersucht. Das war Angst. Angst, ja. Ach, natürlich, ach, wie konnte ich nur. Kelly, bitte keine Angst. Ich bin sicher, Cruz wird Elena schon bald da haben, wo er sie hinhaben will. Und dann werden wir unsere Pläne verwirklichen. Nur verlier nicht die Nerven. Es dauert nicht mehr lange, okay? Ted? Kane, was machst du hier? Ich versuche, mir über einige Dinge klar zu werden. Ich weiß nicht, wie ich wieder gut machen soll, was ich angerichtet habe. Was meinst du? Die Gefahren, in die ich dich gebracht habe. Oh, Kane, das ist nicht deine Schuld. Ich weiß, was ich tun muss. Naja, durch mich bist du da reingeraten, also muss ich dich wieder rausholen. Weiß nicht, du erinnerst dich doch kaum an etwas. Wovon redest du überhaupt? Trotz der Hilfe, die du und Kelly und Cruz mir gegeben haben, um mein Gedächtnis wiederzuerlangen, bin ich einfach nicht weitergekommen. Ich meine,
Selbst wenn ich dann endlich so weit bin, um Elena Niklas oder Norris oder wer sie auch immer ist, für alles büßen zu lassen, ist sie weg. Kane, sag, was du vorhast. Ich gehe zu ihr. Nein. Ich will sie sehen. Vielleicht wird mir dann endlich alles einfallen. Nein, auf gar keinen Fall. Sie hat versucht, dich umzubringen. Sie könnte es wieder versuchen, Kane. Dieses Risiko gehe ich ein. Hör auf, ich will das nicht hören. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Es geschieht schon nichts. Ich meine, ich habe mit dieser Frau geschlafen. Eden, du weißt, ich war ein Teil ihres Plans, euch zu schaden. Vor allem dir zu schaden. Also müsste ich dir doch egal sein. Ich kenne dich sehr gut. All die Monate, die wir in den Bergen waren, hast du nichts anderes getan, als mich zu beschützen. Und du hast mir geholfen. Selbst das, was im Orient Express passiert ist, war zu meinem Schutz. Nein, Eden, du kennst mich nicht. Oh, doch. Ich habe dir zugehört, wie du über Recht und Unrecht gesprochen hast. Und ich weiß, dass du jemandem, der dir etwas bedeutet oder der wehrlos ist, keinen Schaden zufügen würdest. Woher willst du das wissen? Ich weiß das nicht. Schon gut. Wer weiß, wozu ich wirklich imstande bin? Das ist meine Meinung, Kane. Und ich möchte nicht mit dir darüber streiten. Ich vertraue dir. Und weil ich dir vertraue, möchte ich, dass du etwas für mich tust. Ich bitte dich, gib mir dein Wort darauf, dass du nicht versuchen wirst, Elena aufzusuchen. Ich mache mir Sorgen um dich. Und ich möchte nicht, dass dir irgendetwas zustößt. Versprich es mir, Kane. Bitte. Du scheinst es ernst zu meinen. Also gut, ich gehe nicht hin. Danke. Ist alles in Ordnung? Ja. Gibt es irgendetwas Neues? Nein. Wo sind die anderen denn hin? Das weiß ich nicht. Vielleicht im Wohnzimmer oder sie sind... Ich glaube, sie sind im Wohnzimmer. Ich werde dann mal gehen, dann könnt ihr in Ruhe reden. Warum Kane. Denn? Ich hatte nicht vor, ihn zu vertreiben. Obwohl ich gern mit dir allein bin. Er tut mir wirklich leid. Er wollte helfen. Ich weiß ihn. Wo ist denn das Telefon? Ja, in der Kiste. Hallo? Ja. Wird langsam Zeit. Okay, ich kümmere mich drum. Bleib du an ihr dran. Ja. Langsam scheint es ernst zu werden. Das war Pearl. Sie hat gerade das Hotel verlassen. Ich denke, sie ist auf dem Weg hierher. Wir werden alle evakuieren. Ohne dich werde ich nirgendwo hingehen. Eden, du wirst gehen. Warte darauf, dass ich nachkomme. Ich hab's dir versprochen und ich halte das Versprechen auch. Ich werde nicht mit den anderen gehen. Ich werde hier bei Ihnen bleiben. Mr. C., die Männer, die ich engagiert habe, sind auf solche Situationen spezialisiert. Gehen Sie mit Ihrer Familie. Daddy, er hat recht. Komm mit uns. Wo ist eigentlich Kane? Ich glaube, er ist vor ein paar Minuten rausgegangen. Kane! Das reicht jetzt. Wir sollten Sophia holen und das Haus umgehend verlassen, okay? Cross. Ja, das gibt's. Was ich dir jetzt sage, wird dich glatt umhauen. Elena ist gar nicht in die Nähe eures Hauses gefahren, sondern direkt zum Flughafen. Was, zum Flughafen? Ja, zum Flughafen. Ich stehe hier in der Halle und sehe mir an, wie das Flugzeug die Rollbahn runterfährt. Und die Maschine, wohin fliegt sie? Bin ich Moses? Es war keine Zeit, das rauszukriegen. Ich bin ihr direkt hierher gefolgt, bis zur Abfertigung. Kannst du das vielleicht in Erfahrung bringen? Ja, mach ich. Ich komme sofort, warte dort auf mich. Gut. Bis gleich. Komischerweise ist sie zum Flughafen gefahren, anstatt... Ich weiß auch nicht, was da vor sich geht, aber sie sitzt in einem Flugzeug. Pearl ist ihr gefolgt. Und wohin will sie fliegen? Keine Ahnung, aber ich finde es heraus. Ihr bleibt so lange hier und wartet. Tut mir leid, dass das so ein Durcheinander ist. Bitte rührt euch nicht vom Fleck.
Ich liebe den Strand. Du auch? Die stete Veränderung, die sich vollzieht. Das Geräusch der Brandung. Es ist wundervoll, nicht wahr? Wenn ich Kummer habe oder mich gekränkt fühle, hilft es mir, wenn ich an den Strand gehe und dort den Wellen lausche. Es hilft mir, klarer zu denken. Natürlich, der Strand. Wir wollen Cruz nicht verärgern, aber Kelly und ich wollen uns auf die Suche machen nach Mason. Auf gar keinen Fall. Hören Sie, ich verstehe, dass Sie das nicht wollen, aber ich kann Kelly nicht festhalten. Sie sorgt sich um ihn. Und ich kann ihr das nicht ausreden. Sie wissen, was Cruz gesagt hat. Keiner von uns darf dieses Haus verlassen. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir dachten, sie kommt hierher. Sie sitzt in einem Flugzeug. Ich denke, sie ist auf dem Weg zu Mason. Wie könntet ihr ihm schon helfen? Ihr wisst nicht mal, wo er ist, also müsst ihr nicht fahren. Daddy, versucht nicht, uns das auszureden. Wir fahren auf jeden Fall. Ich nehme an, es war deine Entscheidung. Unser beider Entscheidung, Daddy. Ich habe eben Julia angerufen. Sie wird auch mitkommen. Sie will uns helfen. Das wird sie nicht. Das werde ich auf es gar keinen Fall erlauben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Elena ist auf und davon und wir vergeuden hier die Zeit, sitzen sinnlos herum. Trotzdem, wer weiß, in welcher Situation Mason sich gerade befindet. Lass sie doch gehen, bitte. Wir müssen es tun und ich verspreche dir, dass wir vorsichtig sind. Ihr habt gewonnen. Grüßt Mutter. Okay. Das machen wir. Kelly, wir passen auf uns auf. Also ich bin nicht einverstanden. Wohin willst du? Setz dich. Ich war schon vor Stunden mit Layton verabredet und ist dir jetzt klar, dass du da draußen nicht sicher bist? Ich verbiete dir... Was? Ich werde gehen. Die Elena sitzt im Flugzeug. Geh spielen oder sonst was. Cruz hat uns gebeten, nicht wegzugehen. Habe ich recht? Es wird alles gut gehen, da bin ich sicher, Daddy. Ich nehme an, dass sie mit dem Flugzeug fliegen will, weil das ihre einzige Chance ist. Vielleicht möchtest du etwas essen. Hast du Hunger? Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich habe auch irgendwie keinen Appetit. Werde ich froh sein, wenn das zu Ende ist. Ich meine, wenn es richtig zu Ende ist. Warte mal, warte. Wo haben wir uns zum ersten Mal getroffen? War das in Stump Alley? Natürlich war das in Stump Alley. Ich war doch irrtümlicherweise im fortgeschrittenen Kopf. Ach ja. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich immer noch da oben. Hat es nicht eine Stunde gedauert, ehe wir unten mindestens waren? Mindestens zwei Stunden. Wir fuhren doch mit dem Skilift. Ich weiß noch, dass alle über mich gelacht haben. Ich hab mich geschämt, sag ich dir. Nur gemerkt hat's keiner. Du hast Witze gerissen bis zum Fuß des Berges. Ja, das schreiben sie mir noch auf den Grabstein. Während der größten Katastrophen riss Layton noch Witze. Ich werde mal neben Charlie Chaplin beerdigt. Ja. Das war ein herrlicher Winter in Tahoe. Ich war damals ziemlich verrückt nach dir. Denk nicht, dass das bei mir anders war. Ich hab's vermasselt und dafür könnte ich... Wir hatten etwas ganz Besonderes. Doch, es ist aus. Ja, ich wünschte, das wär's nicht. Aber ich kann niemand anderen die Schuld geben als mir selbst. Dir liegt viel an diesem Capwell, nicht wahr? Ja, ich denke, wir zwei könnten es schaffen. Naja, ich hoffe es für euch. Denn du verdienst es. Ich meine, ich kenne ihn nicht, aber wenn du ihn magst, dann ist er okay. Ja. Hallo. Entschuldigt. Daddy, was suchst du denn hier? Hey, ich hatte eine Verabredung zum Dinner und wollte mir deine Entschuldigung anhören. Dad hat abgesagt. Er hatte einen Notfall. Und dann tauchte TJ hier auf, zufällig. Entschuldige, das ist mein Vater, Lionel Lockridge. Guten Tag, Mr. Lockridge. Freut mich sehr. Layton spricht sehr viel von Ihnen. TJ. Aus Tahoe. Ja, der Skilehrer. Mhm. Ja, Layton hat mir von Ihnen erzählt. Aha, ich bin sicher, nicht nur Gutes. Das letzte Jahr war nicht leicht für Sie. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ich habe Sie gebeten, mir zu verzeihen und sie hat's getan und so bleiben wir Freunde. So. Ja, Layton hat eine sehr gütige Seele und es gibt Leute, die das gründlich ausnutzen. Daddy, leistest du uns Gesellschaft? Nein, danke. Ich treffe mich mit einem Freund an der Bar. Du triffst dich mit einem Freund an der Bar? Ja. Jemand Interessantes? Nein, rein geschäftlich. Es war nett, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Pass auf dich auf, ja? Wie heißt gleich dieses Sprichwort? Gebranntes Kind scheut... Ja. Scheut... Was war es, das Feuer? Sowas in naja, der Art. Wie immer es heißen mag. Ich finde, das ist ein wundervoller Ratschlag. Es ist ein wundervoller Ratschlag.
Wenn ich euch zwei nicht hätte. Da ist sie lang gegangen. Ja? Ja, doch. Und? Ist sie die Treppen runtergegangen? Natürlich. Warum? Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir werden der Sache nachgehen. Was ist denn los? Ich bin nicht ganz sicher. Hey, was ist mit dir? Nichts, was soll sein? Einen Moment. Du hast deinem Vater die Hölle heiß gemacht. Was ist los? Mir ist aufgefallen, du gehst immer ziemlich schnell in die Luft. Das ist nicht meine Absicht, Jeffrey. Aber jede Unterhaltung mit ihm wird leider zum Kampf um meine Unabhängigkeit. Das ist das Dilemma aller Kinder mit ihren Eltern. Schon möglich. Ich liebe ihn, Jeffrey. Das weiß ich doch, Kelly. Tust du das? Und was ist mit Daddy? Ist ihm wirklich bewusst, dass ich ihn liebe? Natürlich. Nur wird er in dir ständig sich selbst sehen. Seine eigene Entschiedenheit, seine eigenen Überzeugungen. Seine Überzeugungen sind mehr Dickköpfigkeit. Und genau das ist der große Fehler. Ich meine, du behauptest von ihm, er sei stur, und er behauptet das Gleiche von dir. Ich als Außenstehender sehe, woran es liegt. Ihr seid ganz einfach zwei unabhängige Menschen. Zwei sehr starke Menschen. Hey, deswegen musst du dich nicht schämen, Kelly. Solange er weiß, dass ich ihn liebe. Er müsste blind sein, wenn nicht. Gut. Weißt du, die vielen Male, die ich hier weggegangen bin, war ich froh, das Haus verlassen zu können. Dieses Mal will ich zurückkommen. Das werden wir. Und wenn wir zurückkommen, ist Mason bei uns. Du scheinst dir sicher zu sein. Ich bin ganz sicher. Na komm. Hast du was gesagt? Ja, apropos Timing. Wer ist denn da? Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Hervorragend. Und wie geht's Ihnen? Großartig. Besser könnte es nicht gehen. Wie schön. Naja, ich kam zufällig vorbei und Laken konnte Gesellschaft gebrauchen, also... Sowas. Tut mir leid, dass es so spät ist. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Naja, ich danke Ihnen, dass Sie sich um Sie gekümmert haben. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie jetzt gern ablösen. Oh ja, aber natürlich. Danke. Es war sehr schön. Das fand ich auch, TJ. Dieser Tisch ist ja wie geschaffen für uns. Ja. Und du willst wirklich hier essen? Ja, nachdem du all die Hotdogs serviert hast, könntest du was Richtiges essen. Du hast doch Hunger, oder? Jake, ich habe großen Hunger und Hotdogs kann ich nicht mehr sehen. Ich danke dir. Dass du auf mich gewartet hast, war sehr nett von dir. Das hättest du nicht tun müssen und Spaß gemacht hat es mit Sicherheit nicht. Ich habe ein persönliches Interesse. So? Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich meine, das Gesicht von Peps war doch herrlich, als ich dich auf die Tanzfläche zog. Sie hätte dich sicher gern erwürgt. Ja, das denke ich auch. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und an dich denke, bin ich sehr froh. Es geht mir ebenso. Stört es dich sehr, dass sie hier ist? Schlimmer war TJ hier zu sehen. Ted, TJ ist völlig unwichtig für mich. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Glaub mir, Ted, es ist unnötig, dass du dir darüber Sorgen machst. Wirklich. Was TJ angeht, die Sache ist aus und vorbei. Du bist eifersüchtig. Du bist so süß, wenn du eifersüchtig bist. Ich fühle mich schlecht, Laken. Dazu hast du keinen Grund. Lass uns das alles vergessen, okay? Wir sind uns niemals näher gewesen, findest du nicht auch? Habe ich recht? Lass uns endlich diesen TJ vergessen und erzähl mir lieber, warum du mich so lange hast warten lassen. Du machst dir Sorgen um Cruise? Ja. Ich muss an Elena denken. Ja. Ich möchte wissen, wo sie ist. Cruise hat uns nicht angerufen und gesagt, was er herausgefunden hat. Daddy, ich bin sicher, das wird er noch tun. Ich muss auch viel über Dr. Nicholas, ihren Vater, nachdenken. Und ich frage mich, wer wohl ihre Mutter ist. Hat er sie dir gegenüber erwähnt? Nein. Niemals. Also raus damit, Sherlock. Welcher Spur gehst du nach? Ich will das wissen. Ja, schön, du hast gesagt, sie ging hier runter und dann über diesen Flugsteig zur Rollbahn, nicht wahr? Ja, so war's. Du hast sie von oben beobachtet. Da habe ich gestanden, genau.
Also war sie für einen Moment, als sie um die Ecke bog, für dich nicht sichtbar? Ja, das schon, aber ich meine, das war nur eine Sekunde. Was ist? Verdammt nochmal, die Tür muss eigentlich abgeschlossen sein. Sie ist hier rausgegangen. Ich verstehe nicht. Aber Pearl, Elena war nie im Flugzeug. Sie ist eingestiegen, ich hab's gesehen. Ja, du hast jemanden gesehen. Aber ich wette, es war nicht Elena. Mm-hmm.